Mein Name ist Ernst Lütti. Wir sind hier in Ramlensburg, im Baselbiet. Der Betrieb ist ein spezialisierter Obstbaubetrieb mit 12 Hektaren Obst. Von da mit Erdbeere, Kirsche, Zwetschgen, Aprikosen, Pfirsich. Dann haben wir Äpfel, Beeren, Heidelbeere. Das ist also ein Segment, das wir bewirtschaften. Ich denke, es ist auch ein Produkt, das ich denke, sehr ernährungstechnisch, wissenschaftlich sehr im Trend liegt. Und auch, ich denke, sehr viele Möglichkeiten zulässt vom Sortenspektrum, von auch in der Verarbeitung der Produkte, die entstehen können. Ich denke, es lässt sehr viel zu und vielleicht schon an vielen Orten mehr als bei Fleisch oder jetzt haben wir vor allem Milchproduktion. Probieren. Die Herausforderung für uns ist der Frühling, solange ein Froschgefahr besteht. Das ist immer so ein bisschen eine heisse Phase. Nachher, eigentlich, wenn die Frostphase durch ist, haben wir heute genug technische Möglichkeiten mit Witterungsschutz, Bewässerung, als wir ich sage mehr oder weniger eine Kultur können durchbringen können. Nachher ist natürlich die Organisation der Ähren ein sehr wichtiger Faktor. Wir produzieren Tafelfrüchte, dass sie ist Handarbeit. Und dementsprechend braucht es auch Leute für das. Da ist die Planung sehr wichtig. Ich denke auch, dass man den richtigen Zeitpunkt findet, dass man zeitgerechte Früchte, die Sorten, die Sortenblöcke kann ernten. Sonst wird es sehr schwierig sein, dass in die Rechtvermarktung aber auch bei Waren, die in den Handel kommt. Wir sind sehr nah an den Läden. Es geht ja auch darum, auch ums Regionale. Und dementsprechend sind wir auch sehr kurzfristig bereit zum Liefern, sodass die Ware dort auch frisch ist. Wir machen das eigentlich 12 Monate lang bei den Äpfeln. Und sonst ist es einfach in der Saison die Saisonfrüchte, die wir im Landeladen zur Verfügung stellen. Und Äpfel machen wir, wenn es geht, 12 Monate.